Einfach. Wir sind gleich angekommen, müssen dann wieder zurück. Arbeitest du aktuell bei der Sex-Hotline eigentlich jetzt in der Frühschicht? Warum fragst du mich das? Funkcheck. Haben wir eine verfickte freie Einheit, die sich im Busch hocken kann vor unserer scheiß Garage, weil ständig irgendein Schrottauto davor geparkt wird? Ja, ich mach das. Nun, aufgrund dessen, wie das Vanille Unicorn gehört, wem gehört das? Wollte man denen ein bisschen auf den Sack gehen. Ja, extra Fabi. Oder eins. Null. Dann ist mir das doch egal. Ist gerade eine Knatterei aus dem Weg. Oh, Waschigi. Zeitraum von Juli bis August. Oh nein! Oh nein! Ich verkacke! Scheiße! Oh nein! Oh nein! 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 Was hast du gemacht? Gar nichts! Es ist nichts passiert! Es ist gar nichts passiert! Bist du in den Bach reingefahren? Nein! So, dann kriegen Sie erstmal noch einen Schlüssel von mir, den müssen Sie mir später wiedergeben. Ja. Hä? Was habe ich denn hier? Irgendwas habe ich falsch gemacht, Leute. Wo ist meine... Hä? Hä? Wo habe ich mein... Oh Gott. So. Ich habe gerade kurz einen Schock gekriegt. Deswegen darauf wollte ich hinaus. Da habe ich bemerkt. Telefon? Mach das. Hallo. Da habe ich bemerkt, sehr viele wissen das nicht, dass die nicht sofort Hallöchen. Freigelassen sind. Bin ich da beim Baumarkt? Das ist korrekt. Ich brauche eine Säge. Okay, ich würde mal ganz kurz hier ein paar Umträge machen. Ich habe ein bisschen Späne. Washington. Ja, klar. Blöde Ziege. Was war das denn? Blöde Ziege, ey. Soll ich sie da vorne absetzen? Nee, am besten oder? Direkt zur Schranke. Hey, take off. VL von PD01. Hört. Sind wieder mit dem Flugzeug unterwegs, im Heli, fahren jetzt zur Schranke, fliegen jetzt zur Schranke. Ja, hat denn vor, momentan ist ja kein Geiselnehmer, ich rufe da gerade mal rein, wie die sich das vorstellen, ihnen das Geld zu übergeben, Moment. Gott, sprach Gulasch mal in 2000, ey. Ich krank, so geil an. Was war das denn? Plan, fliegen, plan, Flugzeug. Jetzt haben wir mein alles Gott. Durch. Einmal Wort Einmal kurz sammeln und dann weiter. Wenn man die ganze Zeit nur zuhört und irgendwie sich ständig auf die Zunge beißt, nichts zu sagen. Ja, das hatte ich eben bei den 10-10 auch. Oh Mann. Biegt rechts ab Richtung Norden. Richtung Norden! Ja, umwegs übernimmt das Ding genau. Te llamo para que vayas a recoger las paelleras. Y me acuesto el sub, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Había subido la marea con triple paella!
bien agarrada entre mis dientes la piedra de chipiona del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua hasta el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Y tú! ¡Ay, qué hacemos! ¿Qué hacemos ahora? ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Ay, llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla, que traigo un país! Ein Fahrzeug ist uns in den Obstwald gerast. Ihr checkt dann zwei Einheiten da hin und erstmal Ding festmachen. Wir folgen weiter, haben noch drei Richtung Westen, die ist Auto Route 68, die kommen so schnell nicht vor. Dein Auto ist scheiße. Dann gucken wir. Weiß ich Bescheid. Okay, dann dir noch. Alles klar. Hau rein. Au, au, au! Au, Fischer! Okay, ich muss mal auflegen. Den fetten und wieder weiter. Fick dich, Walle. Fahren wieder in Richtung Wetter rein. Ab und hin am Golfplatz vorbei. Hä? Mit wem sprichst du denn? Wir haben da eine Dame. Na dann? Ja. Wir haben da eine Dame, die hat aber noch keine Bewerbung Moin. Abgegeben. Aber Frauen sind gut. Ja, dann ach, Dame, ich kümmere mich drum. Oh. Was? So, Perry! Aha. Gut, dann, Perfekt. Hui! Nein! Oh. Gut aufgerollt. Ich hab mich gut abgerollt. Ist da irgendjemand Schlag? Schakali, Schakali, Schakali. Nein! Hallo, hallo. Was denn? Die haben alle geschlagen. Hast du dich beruhigt? Au! Nein! Ich hab mir das verbrannt gesehen. Er muss einfach krank aussehen. Ja, ich bin auch. Wir sind weiter Richtung Halt. Vor der, wir fahren wieder zurück auf den Westbound unterwegs. Ich hab's nicht explodiert. Shit. Sind geht weiter, südliche Fahrtrichtung, Blechöl, Wieselio. Jo, und wir fahren vor Wieselio zur nördlichen Seite Richtung Osten ab. Ziehen durch Richtung Osten, sind jetzt unterm Innerstädtischen. Legst du auf, ich bin gerade am Fahren. Oh Gott. Dann bring dich nicht um beim Fahren, wenn du schon oh Gott sagst. Schwierig. Was hast du angestellt? Das geht nicht jetzt einfach mit, ist alles okay. Meins. Das geht nicht. Ein Fahrzeug ab und gegen die Tür, alles gut. Schwarze Rappler GT. Ist alles gut. Zwei Personen vermummt. Rechts vor links, Idioten! Ja, dann vor die 27, weil jetzt sie telefonisch bei Ihnen. Das ist doch Brosch, ne? 27? Ja, ja. Hat er schon wieder gemacht. Gute Frage. Das letzte Mal, als er mit mir über so was reden wollte, hat er irgendwas am. Hat irgendwas Rotes an seinem Ding gehabt. Der will ich eigentlich nicht wieder. Brosch, hast du was an deinem Ding? Brosch? Hast du was Rotes an deinem Ding? Also alles nee, gut. Ja, mein Ding geht's gut. Danke, dass du dich auf bist du sicher? Bist du persönlich
bin ich noch? Quatsch! Du abgefuckt! Gefackelt. Monkey Racing hier schon. Ja, kann ist auch besser so. Sein? Ja, Morell, Schnauze. Entschuldigung, das ging nicht an Sie. Mich wollte. Ja, alles ach so. Ich hab mich da nicht wohl gefühlt. Sag, ob Sie da sind, ich werde einen PD-Cap abholen. Ja, gerne dann. Und gehe mir schlecht. Bis gleich. Sag mal, wie redst du denn? Frau Morell, wie redst du denn als Captain mit der Zivilbevölkerung? Ja. Wie schlimm ist es? Können froh sein, also. Ja, eigentlich können sie nicht froh sein. Wir haben sie halt frontal also in ihre okay, Seite rein. Wir sollen froh sein, dass sie keinen Rechtslenker haben. Ja. Gut, ja? Wenn es dir so gut geht. Wie geht's dir, mein Schatz? Zur Information, die Unit 09 steht konstant bei Postcode 5019. Potzenkopf, so Alter. Die verletzten Kollegen noch, die verletzten Gefangenen, jetzt aktuell noch im PD. Nein, das war Fehlschuss. Reicht nicht eine Degradierung? Das war ein Fehlschuss. Captain schießt Detective 1 an, ich lasse das ist mein Fehlschuss. Wie stark hast du was abbekommen? Mein Arm. Du hast mir den rechten Unterarm gestreift. Aber das ist jetzt eh gerade noch ein bisschen schwierig. ich komm runter, gebe euch die Sachen. Ist ein bisschen anderes Outfit als neulich. Bisschen. Ja. Aus dem Weg, Fuß voll. Busiger. Was? Ist klar. Hat gerade busiger gesagt? McMillan. Also wie es ihrem Busen geht, muss ich nur warten, wenn sie wieder das weiße Oberteil anhat. Oh, McMillan! So, jetzt darfst du eine Runde ums PD laufen. Weil sie ihre Busen nicht im Griff haben. So, das sind zwei Runden, was? Glückwunsch! Sie? Das hackt. Was ist mit dem Typ? Das ist McMillan, der ist der trockenste Mensch, den es gibt. Der ist so geil! So, da fehlt die komplette Kommunikation. Okay. Das ist okay, das ist okay. Was gehört? Das war die Rückhand! Super leid. Ach, jetzt so, gleich wieder schwanger, ne? Also, das ärgert mich halt. Ich hab mich schon gedacht, was letztens in der Tonne lag, Alter. Irgendwie wie schlechter Fisch, war da die Nachgeburt. Dieter? Ja, ja, ist ja gut. Und die Morell wieder gekalbt. Uiuiui. Dieter? Ja, ist okay. Dieter, hör auf, sowas zu sagen, Dieter. Ey, lass mich wenigstens umparken. Fünf Tage setze ich mich immer wieder an deine Karre und stell die rüber auf den FIB-Parkplatz, damit du's raffst. Das ist Recker gewesen. Ich hab die heute nur hier hingestellt, aber davor war es immer Recker. Ja, aber immer Morell schuld. Leitstelle, Frage an Sie, ist okay. Aussteigen. Ich pack um. Sofort. Ja, ich bin vor. Sollte auf dem Weg sein. Check. Tut mir leid. Was machst du denn? Okay. Ich hab den Muster gefasst. So, wir bauen das Ganze jetzt mal auf wie ein Verkaufsgespräch aus den 90ern. Okay. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie Sie unschwer erkennen können, haben wir vor ihr einen Taurus LSPD Unit 1 vor uns stehen. Dieses Modell überzeugt nicht nur durch seine stromlinienförmige Eleganz, nein, denn wenn Sie dieses Auto mit etwas Downforce ausstatten wollen, haben Sie zwei Möglichkeiten, einen Spoiler anzubringen. Wie wäre es denn zum Beispiel mit dem mittleren Spoiler? Sieht vielleicht etwas unelegant aus, wirkt aber wahre Wunder. Auch der niedrige Spoiler, der kaum zu unterscheiden ist, ist in diesem Falle nicht zu unterschätzen. Lassen wir diesen Spoiler und gehen wir zur Stoßstange. Die Serienausstattung dieser Stoßstange überzeugt und glänzt mit einem wundervollen Nummernschild, während die zweite Variante unten auf jeden Fall noch etwas mehr Eleganz versprüht, hier auch etwas Sportlichkeit. Die hintere Stoßstange lassen wir noch einen ganz kurzen Moment beiseite, da wir gerade vorne bei der Motorhaube sind. Sie können wieder nach vorne gehen. Auf
auf der vorderen haben sie entweder die Möglichkeit, eine Rennluftschutze einzubauen, was natürlich für optimale Luftversorgung für den Motor sorgt. Sind sie sich nicht sicher, ob das reicht, könnten sie auch sehr gerne den Doppeleinlass einbauen lassen, damit das Auto noch mehr Sportlichkeit und vor allem Aggressivität gegenüber Kriminellen aufbaut. So. Natürlich haben wir auch die Möglichkeit, eine erweiterte eine Seitenverkleidung anzubringen, welche die sportliche Eleganz der bereits installierten vorderen Stoßstange noch unterstreicht. Bei der Aufhängung ist uns besonders daran gelegen, wieder auf Downforce zu achten, weswegen wir dieses Auto natürlich etwas tiefer legen möchten. Aber auch dies soll noch nicht alles sein. Da wir die vordere Stoßstange schon so schön ins wahre Licht gerückt haben, wie wäre es denn mit einem verbesserten Kuhfänger vorne dran? Einfach nur, falls es mal wieder zu einer Verfolgungsjagd auf dem Highway kommt, dass man auch mal von freundlichst kurz hinten anklopfen kann, um zu fragen, ob alles in Ordnung ist. Wir hätten aber auch die Möglichkeit, einen Enforcer-Kuhfänger anzubringen, um dem Ganzen noch etwas mehr Aggressivität zu verleihen. Danke. Ich finde, das Kleid steht Ihnen. Warte mal kurz. Ich fühle mich wie in so einem Sack. Kannst du mir nochmal deinen Ausweis zeigen? Man könnte auch von Körperverletzung sprechen. Vom Schnitt her? Haben die irgendwas angetan? Ich sag ihnen eins, wenn ich sie kriege, ne? Dann kommt Körperverletzung obendrauf. Ey, ich... Okay, wir haben ein bisschen Geduld, wir tun unser Bestes. Ich habe mit dem Kleid gar nichts zu tun gehabt. Dann dankeschön erstmal. Mit Täterschaft. Mit Gang, ich kenne die Leute gar nicht. Wer seid ihr alle überhaupt? Was mache ich hier? Und warum bin ich eine Geisel? Scheiße, Mann. Wie soll ich reden? Wie ein Gangster aus der Southside. So zum Beispiel so. Ich möchte 2 Millionen, ha? Oder so, oder ha? Irgend so Gangster, lauter, aber da reden anders, also. Ja, die sagen, grüezi, ich hätte das gerne mal für sie tun, dass wir diese Geiseln zu uns bekommen. Jo, wenn ihr Geiseln haben wollt, dann wollen wir 2 Millionen. Warum redet die so geschwollen? Okay, ich geb's einfach so weiter. Anschließend mache ich mir ein Lagebild. Was ist genau vor Ort los? Welches Terrain ist gegeben? Terrain! Wo könnte Gefahren für die eingesetzten Kräfte ausgehen? Incy Wincy Spider went up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. So Incy Wincy Spider went up the spout again. Incy Wincy Spider went up the water spout. Down came. Oh, ich kann mein Lachen nicht mehr. Alter, sorry. Ohne Scheiß! Oh, du bist so kacke! Du bist so scheiße! Du bist so kacke! Alter! Oh, du bist so scheiße! Wie war hier, du die ganze Zeit geschaut hast? Wie war hier, du die ganze Zeit geschaut hast? Ich wollte eigentlich sowieso demnächst aus dem Feierabend. Ja, weil ich wäre sonst im Büro fürs Gespräch. Ja, da hätte ich auch nichts dagegen. Okay. Ich rufe sie gerade gleich mal zurück. Alles okay bei Ihnen? Ja, alles ist gut. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Ich habe gerade noch gesagt, Alex macht Essen, ne? Also, Da ist es halt einfach wichtig. Ja, nicht wundern. Ja, alles ist gut. Brauchen Sie einen Termin im Captainbüro? Nein. Frau Morell, ich würde diesen Termin im Captainbüro mit Herrn Hirsch unbedingt befürworten. Nein! Ich glaube auch, 10 vor. Können Sie mir sagen, ich noch ein Ja dazu? Ich fahre schon mal zum Baumarkt und hol die Säge. Bitte eine Kettensäge. Oh, habe ich doch Säge gehört? Ja, Sägespäne, er ist erst 6 Stunden her. Also kann ich Wo
denn jetzt gesägt? Hey. Bloodout. Genau, wenn, dann gibt's ein Bloodout. Ein alter Rookie. Ja, okay, wir kommen kurz zum PD. Oh, da kenne ich andere gute Worte. Oh, wir brauchen ja 24-7 dringend 2040. Die Karriere vom Herrn Hirsch ist am Boden und blutet. Also gut. Scheiße. Aber richtig gut. Ja, der war nicht schlecht. Der war nice. Wird jetzt geortet, F7, oder nicht? Läuft aktuell eine Ortung wegen F7? Tentu? Ob das Fahrzeug mit dem Kennzeichen F7 geortet wird? Das ist so falsch. Ich habe Kontakt wieder aufgenommen zu einem weißen Sultan jetzt. Ah ne, hier sollten wir parken, hier sollten wir parken. Oh, das ach, ihr wollt mich doch ficken. Soll ich dir die Tür aufmachen? Das sieht stark aus. Wer das in die Wiege geleitet? Wer snitcht, kriegt eine Gehaltserhöhung. Morell! Ups! Ich krieg eine Gehaltserhöhung. Danke dir für alles. Du gibst mir so viel Kraft. Ich gerne. Ich krieg eine Gehaltserhöhung. Ich krieg eine Gehaltserhöhung. Der Tumor befiel ein Hirnareal, welches für die Persönlichkeit, Empfindung und Emotion zuständig ist. Ich esse gerne Gulasch mit dir. Ich esse gerne Gulasch mit dir. Ich esse gerne Gulasch mit dir. Das ist so schön. Ich esse gerne Nudeln. Hier die 98 unterm Ikea ist eine Tiefgarage, damit das oben nicht aussieht. Bei Ikea sind Fahrzeuge, die jetzt nicht unbedingt benötigt werden. Bitte unten. Oh nein. Texas. La la la, ich will das nicht hören. Thomas, ich will das nicht hören. Mach das Fenster zu. Ja, der Arsch, wie geil. Und dann noch nicht mal zu sehen. Noch wenigstens die Nacht schlafen können. Nicht rühren, unterheben. Das macht überhaupt keinen Unterschied, weil da nicht so viel ist. Was soll ich da unterheben, Junge? Wenn da nichts unterheben. Ist, da, guck, wohin soll ich das heben? Was machst du eigentlich? Du sollst niemals einen halben doch, Kilo 500 Gramm. Niemals. Doch. Niemals. Das ist ein Kilo. Doch, hier stand 500 Gramm. Das ist OZ. Was denn OZ? Und was ist OZ? Das fehlt doch, guck mal. Ja, weil das ist aber doch, guck mal, das ist eine ganz falsche Angabe, ist eine ganz andere Angabe. Ja, ich hab das nicht eingestellt. Das Gramm. Ich hab das nicht eingestellt. Ja, es fehlt noch viel Mehl. Ja, mach mir rein. Ja. Oh Mann. So, wie viel hast du jetzt rein? Ja, 500 und Fett scheinbar. Are you ready for hier Garten? Ah ja, und Kundin? Hiermit kann ich dann... Ah ja. Ich kann abspritzen. Oh. Guck.
Wir sind keine Minute dabei. Boah, es hat auch so eklig warm bei euch. Banane? Ja. Gerade heute, wo nochmal gutes Wetter ist, habe ich gedacht. Zocken! Warte mal, jetzt kann ich das Ding da unten ja rausnehmen. Ja. Ich kann keinen mehr verlieren. Das geht nicht. Ich kann keinen mehr von uns verlieren. Nein. Er wird nicht sterben. Ich kann das nicht. Wo bist du? Ich kann das nicht. Ich kann das geht nicht. Er wird das schaffen. Finde ich gut, dass du jetzt die PD-Köche machst. Finde ich absolut super. Was gibt's denn heute? Gulasch? Die Scheiße, die du immer frisst, oder? Echt aus. Sieht doch nicht nach leckerem Gulasch aus, was du hier im Topf hast. Da Erbsen drinne? Was ist das? Sieht aus wie Kotzi. Hier, probier mal selber den Scheiß. Schmier die dann mal ein bisschen auf die Lippen. Hübsch siehst du aus. Solltest du öfters tragen.